herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Eileen von Eileen Hontas. Ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin sowie Gesundheitscoach und habe es mir zur Aufgabe gemacht, komplizierte Biochemie ganz einfach zu erklären. Da draußen sind zigtausend Content-Creator, Fitness-Influencer und Ernährungsberater. Und wem soll man eigentlich überhaupt noch glauben, denn jeder sagt etwas anderes. Ich habe so viele Kommentare bekommen von wegen, ich kann bald gar nichts mehr essen, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll, und darunter auch ganz viele Hater-Kommentare, die mich eigentlich zu diesem Video gebracht haben. Als allererstes möchte ich anmerken, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Ernährungsberaterin. Die Ausbildung ging ein Jahr. Es war kein Wochenendkurs und auch keine Ahnung, was da behauptet wird. Ich bin zertifiziert und ausgebildet. Ich finde es etwas traurig, dass man heutzutage für alles einen Titel haben muss, um irgendwie glaubwürdig rüberzukommen. Warum muss vor einem Namen ein Doktortitel stehen oder Diplom, irgendwas, und nur dann ist die Person vertrauenswürdig? Ehrlich gesagt habe ich die Ausbildung zu 60% nur aus dem Grund gemacht, damit ich mehr Vertrauen erhalte, damit ich ein Zertifikat in der Hand habe, aber scheinbar reicht das auch immer noch nicht. Für manche jedenfalls. Ich wusste schon sehr, sehr viel vor der Ausbildung. Natürlich habe ich noch mehr dazu gelernt, bin noch tiefer in die Materie. Dennoch bin ich der Meinung, da draußen gibt es ganz, ganz, ganz viele Menschen, die sehr viel über Gesundheit und Ernährung wissen und denen man genauso gut vertrauen kann. Gut, das dazu. Ich habe meine Ausbildung speziell im Bereich Low Carb, High Fat gemacht. Ich hätte genauso gut Ernährungswissenschaften studieren können oder nach der DGE lernen können, heißt irgendwo irgendeinen Kurs belegen oder irgendwas studieren. Das wollte ich aber nicht. Denn ich habe schon Jahre davor angefangen, mich Low Carb zu ernähren und mich gegen die offiziellen Empfehlungen entschieden. Warum soll ich etwas lernen, was ich nicht unterstütze? Das wäre sowas von falsch. Möchte ich nicht, will ich nicht, habe ich nicht gemacht. Für dich ist aber wichtig, okay, wem glaubst du jetzt eigentlich? Ist Low Carb das Wahre? Ist es das nicht? Was soll ich machen? Ich möchte dir eine Sache weitergeben. Wie wäre es mit logisch denken? Wenn du kerngesund bist, wer profitiert davon? Wer profitiert davon, wenn du zwar nicht so krank bist, dass du sterben wirst, aber auch nicht so gesund bist, dass du nie zum Arzt musst? Ich war seit 5 Jahren oder sogar mehr nicht mehr beim Arzt. Der einzige Grund, weshalb ich in eine Apotheke gehe, ist, um mir mein Gesichtswasser zu kaufen. Ich habe seit, ich glaube, 5 Jahren oder so keine Schmerztablette, kein Ibuprofen, nichts genommen. Jetzt stell dir mal vor, es würde 80% der Menschen so gehen. Wer profitiert dann noch? Sicher nicht die Pharmaindustrie. Schau mal, das sind die größten Lebensmittelhersteller. Diese Hersteller entscheiden, was bei uns im Supermarktregal steht. Darunter haben wir Nestle, den größten Lebensmittelhersteller der Welt. Jeder kennt Nestle. Nestle erzielte 2021 95,3 Milliarden US-Dollar Umsatz. Nestlé stellt Maggi-Gewürze her, Pasta, Kindernahrung, alles Mögliche. Und ganz oft wurde Nestlé auch schon kritisiert und schafft es trotzdem immer wieder auf Platz 1. Streich mal alles aus dem Supermarkt, was wir nicht zum Überleben benötigen und was nicht natürlich ist. Es bleiben maximal 20% übrig. Fast alle Lebensmittel im Supermarkt sind verarbeitet. Die großen Konzerne entziehen unseren Lebensmitteln Ballaststoffe, die uns eigentlich satt halten sollen und unserer Darmgesundheit gut tun. Sie setzen Zucker hinzu, damit wir süchtig werden. Zucker macht süchtig, Stichwort Dopamin, Suchthormon im Gehirn. Das heißt, wir wollen mehr konsumieren. Und wenn wir mehr konsumieren, bedeutet das mehr Geld. Was ist das Interesse dieser riesengroßen Konzerne? Sicher nicht, dass du gesund bist, sicher nicht, dass du gut schläfst, sicher nicht, dass du tolle Haut hast, sondern Geld. Ich habe schon vor Jahren angefangen, all das sehr kritisch zu sehen, spreche aber selten so offen darüber, weil ich das nicht mit Angst verbinden möchte. Auch ich esse mal eine Pizza und auch ich esse sicher mal irgendeine Schokolade, ein KitKat, was von Nestle hergestellt wurde. Aber bei meinem Content geht es darum, wie 80-90% deiner Lebensweise aussehen sollte.
Ich habe vor Jahren ein einfaches YouTube-Video gesehen, welches die effektive Fettverbrennung erklärte. Seitdem ernähre ich mich Low Carb. Auch ich habe ein Video über die effektive Fettverbrennung gemacht. Schau es dir gerne an, wenn du da noch nicht so viel drüber weißt. Durch die Umstellung, durch eine komplette Umstellung meiner Lebensweise, habe ich 10 Kilogramm reines Fett verloren. Ich habe keine Migräne mit Aura mehr, also gar keine Schübe mehr. Ich schlafe besser, ich habe mehr Energie, mein Hautbild ist besser, mir geht es im Allgemeinen viel besser. Nach 7 Jahren sind meine Blutwerte top, meine Zellgesundheit ist top, mein Stoffwechsel ist top, mein Grundumsatz liegt bei 1650, das ist über dem Durchschnitt, krass über dem Durchschnitt. Warum, um Gottes Willen, soll ich irgendwas anders machen? Warum soll ich mich wie früher mit Kohlenhydraten vollstopfen, wo meine Haut schlechter war, wo ich ständig Migräneattacken und irgendwelche Schübe hatte mit Sehausfällen und Taubheitsgefühlen, wo ich keine Energie hatte und wo ich nicht abnehmen konnte? Das ist unlogisch. Und das kombiniert mit dem, was ich jetzt weiß, dieses kritische Denken, dass ich weiß, dass es da nur um Profit geht, das gibt mir Sicherheit für meine Lebensweise. Ich will da jetzt nicht zu weit ausholen, aber wenn ich höre, dass Menschen, die Ernährungswissenschaften studieren, beigebracht bekommen, dass Sonnenblumenöl gut zum Braten ist, ja, dann da fehlen mir die Worte. Also da diskutiere ich dann auch nicht mehr, weil das ist ja sowas von bescheuert, wenn ich das mal so sagen darf. Sonnenblumenöl hat ein Omega-6-zu-3-Verhältnis von 120:1. Das ist eine katastrophal, extrem entzündungsfördernd. Und wenn mir so eine Person erzählen will, dass sie später Menschen coacht und Menschen helfen soll, ja dann Prost Mahlzeit. Da können sich die Hater noch so drüber lustig machen, dass ich an einer Low-Carb-High-Fat-Akademie meine Ausbildung gemacht habe. Ich kann mit gutem Gewissen abends ins Bett gehen und sagen, hey, ich habe wirklich geholfen. Oder hey, mich interessiert wirklich nur die Gesundheit. Aber, und jetzt geht das eigentliche Video los, innerhalb dieser 7 Jahre hat sich auch bei mir noch einiges geändert. Meine Lebensweise ist Low Carb, High Fat, ja. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich vor ein paar Jahren noch sehr fanatisch diesbezüglich unterwegs war und noch gar nicht so viel Ahnung hatte wie heute. Und Low Carb ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ich bekomme super oft die Frage, wie viele Kohlenhydrate darf ich denn essen? Und es ist viel wichtiger, sich zu fragen, wo kommen diese Kohlenhydrate her? Denn Low Carb kann unter 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag sein, kann 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag sein, kann 120 Gramm Kohlenhydrate am Tag sein. Wenn der Durchschnittsdeutsche 300 Gramm Kohlenhydrate und mehr am Tag isst, was viel zu viel ist, ist ja alles darunter schon Low Carb. Es ist einfach ein so dehnbarer Begriff. Wenn du dir also sagst, du willst am Tag 60 Gramm Kohlenhydrate essen, du füllst diese aber mit Weißbrot, hat das für mich nichts mit einer gesunden Lebensweise zu tun und nichts mit einer überzeugten Einstellung. In allererster Linie geht es darum, unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Am besten mit nur einer Zutat. Denn ich habe auch diesen Kommentar hier bekommen. Ich dachte, alles, was Keto ist, sei gesund. Das ist nicht so. Keto ist nicht der heilige Gral. By the way, Keto bedeutet einfach noch eine striktere Form der Low-Carb-Ernährung, maximal 30 Gramm Kohlenhydrate und sehr viel Fett, was bei vielen auch sehr verteufelt wird. Keto ist eine tolle Ernährungsweise, aber eben auch nur zyklisch, gerade für Frauen, nicht dauerhaft. Und ich finde es dann halt immer witzig, wenn ich ein Video über Keto mache, weil ich gerade eine Keto-Phase habe, die 6 Wochen geht und das war's dann auch. Und irgendwelche Hater kommentieren, ach ja, schon wieder so eine Keto-Alte. Ja, aber schau dir doch erstmal meinen ganzen Content an, weil in allererster Linie geht es bei mir darum, natürliche Lebensmittel zu essen. Das heißt, ich esse auch gerne komplexe Kohlenhydrate wie Buchweizen, Süßkartoffel, Quinoa, eben all das, was unverarbeitet ist. Und ich mache das Ganze zyklisch, so lebe ich. Ich habe Kolleginnen, die essen nur Keto, weil sie es aus gesundheitlichen Gründen machen, weil sie Migräne haben. Ich habe Kolleginnen, die essen hauptsächlich liberal Low Carb mit komplexen Kohlenhydraten, weil sie auch sehr viel Sport machen. Es ist doch alles okay, ob du Keto machst, ob du vegan lebst, ob du Carnivore lebst. Das kann doch jedem egal sein, aber in einer Sache können wir uns doch alle einig sein, dass die Lebensmittel natürlich sein sollten. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwo auf anderen Kanälen unterwegs zu sein und Hate zu verbreiten, schlimme Dinge zu kommentieren, nur um deren Content schlecht zu machen. Jeder Mensch hat die Freiheit, selbst zu entscheiden, wo er sich Tipps herholt, wo er darauf
vertrauen möchte und was er ausprobieren möchte. Und da kommen wir zum Stichwort ausprobieren. So viele testen dann Low Carb für 2 Wochen und machen dann Videos darüber, oh, ich habe mich so müde gefühlt und ich war so schlapp. Ja, normal. Dein Gehirn muss erstmal darauf klarkommen, dass du es nicht mehr mit Zucker vollbombst, denn alle Kohlenhydrate kommen im Blut als einfach Zucker an. Was nicht heißt, dass alle Kohlenhydrate schlecht sind und dass es schlecht ist, Kohlenhydrate einzusetzen. Nein, um Gottes Willen. Aber es ist halt einfach so immer so pauschal dahergegriffen und ja, es ist sehr, sehr schwer, sich da durchzuboxen und ich finde es ultra schade, wenn ein TikTok-Video 1 Million Aufrufe kriegt und ernsthafte Fragen darunter gestellt werden, die bei mir völlig untergehen, weil irgendwelche dahergelaufenen Leute, die anscheinend kein Leben haben, ultra schlimme Dinge kommentieren. Die Kommentare gehen mir absolut nicht nahe, weil ich weiß, wofür ich das alles mache. Denn ich habe ganz viele Menschen, die mir jeden Tag schreiben, wie viel es ihnen einfach besser geht, seitdem sie auf meine Tipps hören und seitdem sie einfach mal ein paar Dinge hinterfragen. Schade finde ich nur, dass ernst gemeinte Fragen da wirklich untergehen und einfach, dass Menschen sich gegenseitig fertig machen müssen. Aber gut, das ist hier jetzt nicht das Thema. Was ist für dich das Richtige? Ob es jetzt Keto ist, ob es Low Carb High Fat ist, ob es Paleo ist, ob du Haferflocken essen willst oder nicht, das ist doch jedem selbst überlassen. Ich gebe nur das weiter, was ich für mich herausgefunden und gelernt habe. Und dann kann jeder selbst schauen, wie er damit umgeht und ob er sich diese Sache daraus zieht und diese einfach weglässt. Nehmen wir mal Pamela Reif. Super viele fragen mich immer, wie sieht es mit den Pamela Reif Riegeln aus? Ich würde 100-mal... lieber einen Riegel von Pamela Reif essen, als mir künstliche Süßstoffe reinzuhämmern. Es gibt ja so bekannte Flavorpulver und was weiß ich nicht, Proteinpulver mit Sucralose zum Beispiel oder auch Aspartam oder so, ist ja auch in manchen Riegeln drin. Sowas ist viel, viel schlimmer, auch wenn es keine Kalorien hat, als ein Pamela Reif Riegel mit Kokosblütenzucker. Kokosblütenzucker hat Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, ja. Aber ich meine jetzt mal ernsthaft, wie groß ist so ein Pamela Reif Riegel? Und wenn man das jetzt nicht jeden Tag isst, also ich lüge nicht, ich nehme mir den auch mal mit, wenn ich beim DM bin, wenn ich eine Phase habe mit komplexen Kohlenhydraten und mal nach dem Sport irgendwie was esse und danach Lust auf was Süßes habe, dann nehme ich doch lieber das als ein Snickers oder mit Aspartam vollgepumpte Cola Zero oder keine Ahnung was. Es geht immer um das Natürliche. Es ist ja wie mit zum Beispiel der veganen Ernährung oder mit Dirty Keto, sagt man ja auch so. Es ist so krass, wie viele Veganer meine Videos kommentieren. Ich zeige zum Beispiel eine Hafermilch, die meiner Meinung nach nicht gesund ist, weil sie 12 Zutaten enthält. Also ein Lebensmittel mit so vielen Zutaten ist für mich kein Lebensmittel mehr. Vor allem nicht, wenn sowas wie Sonnenblumenöl enthalten ist. Super ungesund. Das heißt doch aber nicht, dass man sich Hafermilch nicht zum Beispiel selber machen kann oder dass man nicht eine Mandelmilch ohne Zusätze nehmen kann. Ich habe einfach nur ein Video gezeigt, wo ich die Hafermilch eingeblendet habe und gesagt habe, das ist für mich ungesund. Und gleich haben sich ultra viele Veganer angegriffen gefühlt. Das ist der Wahnsinn. Ich habe mal so einen tollen Spruch gesehen, Instagram oder Social Media funktioniert so. Du sagst, du magst Mangos lieber als Orangen. Ach so, also sagst du, du hast Orangen. Komplett Nonsens. Er macht absolut keinen Sinn. Und genauso war dieses Video. Ach so, also sagst du, Kuhmilch ist besser. Mit keiner Silbe. Mit keiner Silbe habe ich das erwähnt. Und einfach sich mal nur auf dieses Video und die Aussage in dem Video zu konzentrieren, scheint anscheinend sehr schwer zu sein. Und ich finde es auch richtig schlimm, mir vorzuwerfen, ich hätte was gegen Veganer. Absolut nicht. Es ist mir völlig egal, was mein Nachbar für eine Ernährungsweise fährt. Es ist mir auch egal, wie mein Freund sich ernährt. Ich bin ein eigenständiger Mensch und ich entscheide, was für mich das Richtige ist. Und mein Content ist kostenfrei, freiwillig. Da kann jeder folgen oder eben nicht. Die vegane Ernährung kann ultra ungesund sein mit zigtausend Zusätzen. Nur weil vegan auf irgendwas draufsteht, ist es nicht gesund. Bestes Beispiel, ich war am Wochenende in einem Café in Zürich und habe gefragt, woraus die Cookies gemacht sind. Denn dort waren so Raw Cocoa Bowls und das ist auch wieder so ein Ding. Ich war am Wochenende mit meinem Freund einen schönen Tag verbringen und ich bin nicht in einer Keto-Phase. Und dort sind so diese Raw Bowls, kennt doch jeder, oder? Mit Rohkakao, mit Dattel. Dattel ist zwar pure Fructose, aber ich werde doch nicht sterben, wenn ich einen dieser Kakaoballs esse, was nur aus natürlichen Zutaten mit Nussmus und
Kokos besteht. Also da haben wir wieder diese Natürlichkeit, die ich bevorzuge. Und dann habe ich gefragt, woraus bestehen denn die Cookies, weil das nicht dran stand. Ja, also da ist schon ungesunder Zucker drin, das ist auch nicht vegan. Das habe ich nicht verstanden, aber dann habe ich gefragt, ja, nur weil es vegan ist, ist es auch nicht gesund. Es gibt super viele vegane Sachen, die super gesund sind und sehr viele vegane Sachen, die auch super ungesund sind, die von der Lebensmittelindustrie kommen, weil sie gesehen haben, okay, mehr Menschen wollen vegan machen, och, nutzen wir mal das Marketing. Das ist immer dieser Punkt. Genauso gibt es Leute, die sich ketogen ernähren, super clean, mit super hochwertigen Fetten, die sehr, sehr, sehr viel Geld ausgeben, um das Fleisch beim Bauern aus Weidehaltung zu holen. Und es gibt Leute, die sich ultra schlecht Keto ernähren, indem sie billige Öle benutzen, raffinierte Öle, indem sie den billigsten Bacon verwenden und sich mit Fetten nur so zuschütten. Okay, da sind immer die Unterschiede. Deswegen darf man Dinge nicht direkt so pauschalisieren und direkt irgendwie da drauf losgehen. Es geht bei mir immer um die Natürlichkeit. Und ja, da gibt es gewisse Dinge, die man einfach lernen kann. Eine Dattel ist zwar natürlich, aber hat sehr, sehr, sehr viel Fructose. Also es ist nicht gut, jeden Tag 5 Datteln zum Nachtisch zu essen. Auch so eine Nachricht habe ich bekommen, dass eine Person das macht. Es ist einfach nicht gut für die Leber. Und da stecken halt viel mehr Zusammenhänge hinter, wie eben die Biochemie. Ich erkläre sehr vieles in meinen Reels, in meinem Content, in meinen Beiträgen. Und man müsste sich alles angucken. Und vielleicht noch selber 3, 4, 5, 6 Bücher lesen und dann noch da ein bisschen was aufgreifen, um diese kompletten Zusammenhänge zu verstehen. Unser Körper ist erstens kein Mülleimer, für mich jedenfalls nicht. Es ist mein höchstes Gut, es ist meine Gesundheit, die hier auf dem Spiel steht. Ich möchte gesund alt werden. Ich bekomme auch so Kommentare von wegen, ich will mein Leben lieber genießen und 10 Jahre früher sterben. Go for it, bitteschön, ich nicht. Ich finde es toll, jeden Morgen fit aufzuwachen und keine Beschwerden zu haben und auch im Alter noch Treppe ohne fast zu verrecken hochlaufen zu können, ja. Und ich mache da auch Menschen überhaupt gar keinen Vorwurf, weil manche wissen es halt einfach nicht besser. Aber wenn man sowas hört, vielleicht einfach mal hinterfragen. Und eben, wie gesagt, unser Körper ist ein ultra krasses Wunderwerk. Und ich finde es irgendwie falsch, Dinge immer direkt so nach dem Namen zu nennen. Keto, Low Carb, Paleo. Warum nicht einfach eine natürliche, zuckerfreie, entzündungshemmende Ernährung? Klingt das nicht schön? Können wir nicht einfach Spaß dran haben, uns gesund zu ernähren? Es ist nicht einfach nur Kalorien rein, Kalorien raus. So funktioniert das nicht. Es kommt auch darauf an, förderst du Entzündungen in deinem Körper oder hemmst du sie? Lässt du Insulin hochsteigen oder nicht? Steigt dein Blutzucker oder nicht? Wie sieht es mit den anderen Hormonen aus? Wie schläfst du? Bewegst du dich genug? Da gehört so viel mehr zu. Das ist einfach ganzheitlich. Und bei mir geht es auch nicht nur rein ums Abnehmen. Bei mir geht es um eine gesunde, um einen gesunden Traumkörper, um gesund, eine gesunde Abnahme. Und nun eine allerletzte Sache. Ich bekomme nämlich auch Kommentare wie, ja, du willst doch nur verkaufen und dein Produkt verkaufen und dein Buch verkaufen und dein Online-Coaching verkaufen. Bro, gehst du nicht arbeiten? Dein Chef sagt doch auch nicht zu dir, hey, du kommst jetzt nur hier zur Arbeit als Bürokauffrau und machst die Rechnung, weil du Geld verdienen willst. Was ist los da draußen? Wieso darf ich nicht aus meinem ganzen geballten Wissen und aus meinen letzten Jahren kompletter Erfahrung und all dem, was ich lernen durfte, etwas erstellen, um den Menschen ein Produkt zu liefern für wenig Geld, für das, was da der Inhalt ist, was ihnen hilft. Und da ist ja auch so, jeder kann selbst entscheiden, ob er dieses Produkt kauft oder nicht, ob er mir vertrauen möchte oder nicht. Es ist ja nicht so, dass man mir erst folgen darf, wenn man irgendwie über 400 Euro für meinen Fettburner ausgegeben hat. Ich verstehe es einfach nicht. Okay, aber ganz kurz zu meinem Fettburner, das ist eben der Punkt. Ich erkläre dort in 6 Wochen wirklich alles, was man für eine gesunde Lebensweise wissen muss. Und das ist nämlich auch ganz oft, was ich gefragt werde. Es geht nicht nur um Keto. Und nein, man muss sich keine exogenen Ketone kaufen, um einen Fettburner zu machen, um Gottes Willen. Es geht um eine komplette Umstellung der Lebensweise, die man aus Überzeugung und mit Freude macht, damit man nicht mehr Kalorien zählen muss, damit man keinen Heißhunger mehr hat, damit man gut schläft und mit Freude und Leichtigkeit seinen Traumkörper bekommt, eben mit den richtigen Lebensmitteln, mit einer zyklischen Ernährung und so weiter. Zudem gibt es ganz, ganz, ganz viel Bonusmaterial, Mindset-Übungen, denn heutzutage ist Mindset das A und O. Es ist einfach eine enorme Hilfestellung. Zudem gibt es eine Community-Plattform, eine eigene Social-Media-Plattform, wo man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann, was sich heutzutage, wo man so viel Gegenwind bekommt, für egal was man tut, egal wie man es macht, sehr, sehr wichtig finde. Und ob man sich das holen möchte oder nicht,
ist jedem selbst überlassen. Zum Abschluss möchte ich dir noch sagen, wenn du auf meinem Social-Media-Kanal siehst, dass ich mal Kartoffeln esse oder auch mal einen Pamela-Reif-Riegel in der Hand habe oder mir einen Bulletproof-Coffee mit 30 Gramm Butter am Morgen mache, hat das alles seinen Grund, weil es mir persönlich gut tut und weil es alles immer noch natürliche Lebensmittel sind. Ich habe nur einfach gelernt, wie ich sie für mich einsetze und möchte dieses Wissen weitergeben. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen aufklären konnte, was mein Content liefern soll und dir ein bisschen oder dich ein bisschen zum Nachdenken anregen durfte. Vielen Dank, dass du hier bist und zugeschaut hast. Schreib mir gerne in die Kommentare, zu was ich YouTube-Videos machen soll. Ich brauche Input von euch, damit ich weiß, wo ihr Hilfe benötigt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund.